Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht haben wir ein festes Thema die ganze Sendung über und das Thema heißt Tyrannen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die unter einem Tyrannen gelitten haben, vielleicht früher sehr lange und sehr schlimm oder vielleicht zurzeit sogar unter einem Tyrannen leiden. Also unter einem extrem herrschsüchtigen Menschen, einem extrem ich-bezogenen Menschen, vielleicht sogar sehr brutalen Menschen, der euch etwas sehr Schlimmes angetan hat oder immer noch antut. Das kann beispielsweise der Partner sein, die Partnerin. Das kann der Ehemann sein, die Ehefrau. Das kann die Mutter sein. Das kann der Vater sein. Das kann auch ein Verwandter sein oder es kann auch ein Chef sein. Ja, und ich würde auch gerne mit jemandem reden, der sagt, ja, ich war mal ein Tyrann. Und es tut mir leid. Vielleicht sogar mit jemandem, wenn derjenige sich trauen würde und sagt, ich bin einer und es ist okay, es geht eben nicht anders und so bin ich halt, ich bin ein Tyrann. Also das Thema Tyrannen heute Nacht, wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht, das ist Jürgen und Jürgen ist 58. Hallo Jürgen. Hallo Domian. Jürgen, du hast dich auch zu dem Thema Tyrannen gemeldet. Ja, richtig. Über welchen Tyrannen reden wir in deinem Umfeld? Über meine Mutter. Über die Mutter? Ja, richtig. Ja. Warum? Lebt deine Mutter noch? Nee, die ist 2000 gestorben. Warum war deine Mutter ein Tyrann? Warum? Das weiß kein Mensch. Ich weiß nur, dass es unmenschlich wäre, wenn die heute unter den jetzigen Gegebenheiten, wenn die jetzt vor Gericht käme, die würde 10 Jahre im Knast sitzen. Was hat sie getan? Das, was die mit uns gemacht hat. Ein Beispiel. Wie viele Kinder wart ihr? Wir waren 4 Kinder, ja. 3 ältere und nach 13 Jahren kam nochmal die jüngere Schwester. Bist du der Älteste? Nein, ich bin der Dritte. Ah ja. Mein Bruder und die jüngste Schwester, die sind nicht von meinem Vater. Ah ja. Und der Älteste, der hat es gut gehabt, der kriegt ihm alles in den Arsch reingeschoben. Und was hat die Mutter mit euch gemacht, mit dir zum Beispiel? Durchgeprügelt. Ja. Ein Beispiel, du wirst morgens als Kind geweckt von den Eltern. Ja. Komm, du musst aufstehen, du musst in den Kindergarten gehen, du musst noch frühstücken und schön anziehen und so. Und bei der war das so, wenn die schon die Schlafzimmertür nicht aufgemacht hatte, mussten wir schon wach sein, sonst haben wir direkt einen ins Gesicht geschlagen gekriegt. Immer? Immer. Immer, unglaublich. Immer. Das heißt, ihr musstet, also ihr durftet gar nicht darauf warten, bis die Mama euch wach machte, sondern ihr musstet schon stramm da stehen, oder? Stramm da stehen und dann wurde direkt, wenn das nicht der Fall war, dann wurde direkt geprügelt. Die alten Leute, so sagen wir mal, die so alt sind wie ich oder älter sind, die kennen wahrscheinlich noch den Persilknüppel. Was ist das? Das ist so ein Persilknüppel. Da hat man früher die Wäsche aus den alten Waschmaschinen rausgeholt und in so eine Handringe reingetan, um die durchzubringen. Klingt nach einem sehr stabilen Knüppel. Der war aus Eiche. Ja. Und der sah aus wie so ein, wie soll man den beschreiben, wie ein Baseballschläger. Ah ja. Und nur der Baseballschläger wird unten immer dicker. Und der ist gleichbleibend dick. Der hat ungefähr so 4-5 Zentimeter Durchmesser gehabt. Ungefähr 80 Zentimeter lang. Ja. Und unten war so eine Hand dran, um die Wäsche rauszuholen. Ah ja, ja. Und damit hat die uns durchgeprügelt. Aus Eiche. Da sind Knochen geflogen. Wir haben in Krankenhäuser gelegen, mit Gehirnerschütterungen, mit Knochenbrüchen, mit allen möglichen Kram. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Wahnsinn. Das heißt, deine ganze Kindheit hast du so verbracht. Also das war Horror. Ich bin, wie ich aus der Schule kam, bin ich direkt geflüchtet, auf dem Schiff und weg. Da hat mich keiner mehr gesehen. Ein Beispiel, der Älteste, der war ja nicht von meinem Vater. Ja. Da war Weihnachten, Friede, Freude, Eierkuchen. Der kriegt ein nagelneues Fahrrad. Ich sehe das heute noch. Knallrot. Vaterland. So hieß das Fahrrad. Und ihr? Was hast du bekommen?
Ja, ich habe einen alten Lederball gekriegt, einen gebrauchten Lederball, den irgendeiner unten am Stadion, wir wohnten nicht weit von uns, war ein Fußballstadion, der ist da irgendwie im Gebüsch liegen geblieben, den haben sie sauber gemacht, ein bisschen Fett dran geschmiert, hier kannst du bolzen gehen. Warst du, warst auch öfter im Krankenhaus, weil die Mutter dich kaputtgeschlagen hat? Was, mit welchen Verletzungen warst du im Krankenhaus? Unterarm gebrochen, einen Fuß gebrochen, Zehen gebrochen. Und das aufgrund der Schläge? Unter anderem, ja. Was wurde denn dann im Krankenhaus gesagt, woher du diese Verletzung... Da ist mir gefallen beim Spielen und. Ja. Welche Rolle hat denn dein Vater, dein leiblicher Vater, eingenommen? Ja, das weiß ich heute noch nicht. Das war ein guter Kerl, ein lieber Kerl. Aber der hat das ja alles mitgekriegt. Ein Waschlappen. Ah ja. Ein richtiger Waschlappen. Hat sie Wenn mir so eine Frau so was lappen würde, meine eigene Frau, die würde ich... Tür auf, raus, Klamotten hinterher, Tür zu, die käme nie mehr über die Schwelle. Das heißt, der Vater hat das natürlich mitbekommen, was er mit euch gemacht hat. Der hat er mitgekriegt. Ist der Vater von ihr auch geschlagen worden? Nö. Das nicht? Das habe ich nie mitgekriegt. Du hast... Es gibt schon mal Streitereien, aber das waren nur Wortgefechte. Gab es denn irgendjemanden, als du Kind warst, zu dem du dich hast flüchten können, der dich... Niemand, keine Oma, Opa, Tante, niemand. Wir hatten einen tollen Pastor. Und der hat auch einiges gemacht, das da ein bisschen gerade gerückt worden ist. Aber das hat nicht hingehauen. Das heißt, deine ganze Kindheit, solange du zurückdenken kannst, überhaupt hast du in Angst und Schrecken verlebt. Oh ja. Du hast überhaupt gar keine Idee, warum diese Frau so böse und so brutal war. Ja, ich denke, die war unzufrieden, überfordert mit drei Kindern. Und dann hat sie den Mann, den sie wollte, den hat sie nicht gekriegt. Und der übrig blieb, war mein Vater. Nach dem Krieg waren Männer Ja. Und der Älteste, das war ihr Sohn, den sie mit einem anderen Mann bekommen hat. Den hat sie mit dem Besatzer gemacht. Den hat sie verwöhnt, wie du sagtest, und gut behandelt. Du bist dann, als du aus der Schule kamst, abgehauen von... Mit wie viel? Mit 14. Mit 14. Und dann bist du zur See gefahren. Wie sah dein Kontakt später dann... die Mutter ist ja erst im Jahr 2000 gestorben. Überhaupt nicht. Ich habe die... Nie mehr gesehen? Ich habe die, als mein Sohn geboren wurde, 79, habe ich noch mal kurzen Kontakt mit ihr gehabt. Den habe ich auch wieder abgebrochen. Dann habe ich 85, als mein Vater starb, in Kontakt gehabt. Lass mich mal eben kurz fragen. Wieso hast du Kontakt mit ihr aufgenommen, als dein Sohn geboren wurde? Nee, meine Ex-Frau. Ah ja. Ich war dreimal verheiratet und dann ist in die Hose gegangen. Die wollte einfach wieder irgendwie Harmonie in die Familie bringen, oder? Ja. Einer der Ex-Frauen wollte ein bisschen gucken, was da los war und so. Und aber da war ich 5 Minuten drin und da habe ich einen dicken Hals gekriegt. Ja. Da bin ich bald gestorben. Da kommt man rein, sitzt da, hallo, wie geht's? Da sagt die so, Spaß, hast du keine Tasse Kaffee oder sowas? Da sagt die, hast du keinen Kaffee zu Hause oder was? Bist du zum Kaffeesaufen hier gekommen oder was? Und das hat sie, ist aufgestanden und gegangen. Und das hat sie zu dir gesagt, obwohl ihr euch 20 Jahre nicht gesehen habt, oder? So ungefähr. Und dann haben wir uns 85 nochmal getroffen, auf der Beerdigung von meinem Vater und danach nie mehr. Und wie ich von ihrem Tod hörte 2000, da habe ich mir eine Flasche Sekt aufgemacht. Da habe ich gesagt, und jetzt ist die Sau kaputt. Und dann bin ich nie zum Friedhof unten gewesen. Und mit der Freundin, wo ich jetzt zusammen lebe, und da sind wir einmal zum Friedhof runtergefahren. Da sagte, du musst da hingehen, du musst dich verabschieden, du musst Ruhe schließen. Ja, und dann habe ich gesagt, weil die nebeneinander in Doppelgrab liegen, da habe ich gesagt, na Heinz, ärgert die Bilder dich wieder. Ich sage, und ihr seht mich das letzte Mal. Und da habe ich unten gegen das Grab getreten und bin gegangen. Ja, das musst du auch nicht. Was willst du da? Das ist Domian, wenn du als Kind nach Hause kommst, du bist schmutzig vom Spielen oder sonst irgendwas, da hat die dich an der Lederhose am Zaun aufgehangen, rumgedreht, die Schuhe ausgezogen und mit den Knüppel auf die Fußsohlen rumgehauen. Also ein Teufel. Das war eine Bestie. Du hast in deiner, hast du nie in deiner Kindheit mal Zärtlichkeit erfahren? Nie. Nie. Auch nicht vom Papa. Dass der dich mal in den Arm genommen hat. Ja,
Das war ein kleiner Pol, sagen wir mal, wo man sich dran stützen konnte. Mhm. Der hat das schon mal gemacht. Aber ich habe ja so wie die irgendwie in der Nähe war, wenn die auf den Platz kam, wenn die im Zimmer reinkam, da haben wir schon nach Fluchtmöglichkeiten gesucht. Mhm. Nur weg. Hast du mit deinen anderen Geschwistern noch Kontakt? Nein. Na, mit niemandem? Nein. Auch nicht mit denen, die auch gelitten haben? Nein. Meine leibliche Schwester, die hat sich 150 Kilo angefressen aus Kummer. Mhm. Und ihre Ehe ist auch kaputt gegangen. Und der Bastard, wie ich immer sage, mein älterer Halbbruder, der hat Haus und Hof gekriegt. Mhm. Der hat das eigene Haus gekriegt, was mein Vater gebaut hat. Mhm. Ne? Ich verstehe. Die Ungerechtigkeit wirkt und bis... Und die andere Schwester, die auch nicht von meinem Vater ist, die hat nachher, wie ich gehört habe, soll sie die Mutter noch 2 Jahre oder was, 3 Jahre gepflegt haben. Die war also nicht sagen wir mal, die gesundeste. Mhm. Die hat nachher so viel Geld im Sack gekriegt, die konnte sich jetzt auch ein Haus kaufen. Mhm. Und die Kinder, die von meinem Vater sind, die haben das gekriegt, was der Hannes gekriegt hat. Nämlich nichts. Mhm. Was? Du hast gerade... auf das Erbe aus. Die können sich alles im Hals reinstecken. Das interessiert mich nicht. Ich will nur Gerechtigkeit. Ja, ich verstehe. Wie viele Kinder hast du, Jürgen? Ich habe einen Sohn. Einen Sohn. Was hast du mit aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast, was hast du daraus gelernt in der Erziehung und im Verhalten gegenüber deinem Sohn? Ja, wie soll ich das sagen? Eigentlich habe ich eine gute Beziehung zu meinem Sohn. Mhm. Nur im Moment haben wir uns ein bisschen auseinandergelebt. Er wohnt oben in der Ecke von Detmold. Ja. Und der hat da oben seine eigene Familie aufgebaut und ich wohne hier unten in Aachen, sagst du mal, wo ich sagen, ist ja, egal. Ja, ja. Ich bin auch von meinem Ort, wo ich wohne, bin ich komplett weggezogen. Ich wollte damit nichts mehr zu tun haben. Also das ist wahrhaft eine Geschichte von einem weiblichen Tyrannen, wie es kaum schlimmer sein kann wahrscheinlich. Mhm. Mhm. Die erste Zärtlichkeit, die ich erlebt habe, waren Nutten auf dem Schiff. Mhm. Mhm. Erschütternd, Jürgen, was du mir erzählst. Erschütternd, wirklich. Dennoch danke ich dir für die Offenheit und das Vertrauen, dass du dich hier geäußert hast. Ja, ich gucke fast jeden Abend, wenn ich zu Hause bin, deine Sendung. Ja. Aber da habe ich noch eine Frage. Bitte. Ich habe ja genug Scheiß an der Hacken gehabt früher und du hattest mal eine Sendung, das ist ein paar Wochen her, von so einem, vielleicht schon 2-3 Monate, von so einem krankes Mädchen, die wollte irgendwie mal, was ist mit der? Die war so schwer krank. Lebt die noch? Jetzt weiß ich gar nicht, auf wen du meinst. Das war ein junges Mädchen, die hat... Ist schon länger her? Ja, so ich denke 2-3 Monate. Ja, kann ich dir im Moment nicht sagen. Das ist das Problem. Ach, die lag im Kölner Krankenhaus. Ah, den Kontakt haben wir jetzt nicht mehr, das weiß ich nicht. Wir haben damals ja eine Weile immer wieder Kontakt gehabt und uns auch gekümmert. Weißt du, das ist das Problem hier bei unserer Sendung, dass wir uns nicht langfristig mit den Leuten beschäftigen können. Ja, das schaffen wir gar nicht. Wir sind ja so eine kleine Truppe. Dann würden wir völlig... Ich sehe das, du bist immer im 10-Minuten-Takt dran und dann guckst du immer auf die Uhr. Genau. Lieber Jürgen, ich danke dir sehr für deinen Anruf und wünsche dir von Herzen alles Gute, wirklich. Alles Gute und viel Glück. Viel gute Wünsche an dein Team. Dankeschön, sehr nett von dir. Super. Vielen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, unser Thema heißt Tyrannen und jetzt haben wir gerade schon ein sehr schlimmes Beispiel gehört von einem weiblichen Tyrannen. Ich möchte gerne mit euch über Tyrannen sprechen, über Menschen, die sehr bösartig, sehr exzentrisch, sehr ich-besessen, unter Umständen sehr brutal sind, die in eurem Leben waren oder vielleicht sogar sind. Das kann eine Ehefrau sein, es kann ein Ehemann sein, es kann ein Chef sein, ein Freund, eine Freundin, wer auch immer. Ja, auch gerne mit jemandem, der ein Tyrann ist und sich nicht schämt, darüber zu sprechen. Oder der mal ein Tyrann war. Oder die mal ein Tyrann war. Und sich vielleicht sogar sehr schämt für das, was geschehen ist. 0800 220 5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Christian ist hier und Christian ist 18 Jahre alt. Guten Morgen, Christian. Morgen. Hi, Christian. Ja, ich muss mit dir darüber reden, dass ich ein Tyrann war. Dass du ein Tyrann warst? Ja. Du bist 18 Jahre alt? Ja. Was hast du gemacht? Also ich erzähle jetzt mal von vorne, also mit 14 bin ich mit meiner Freundin damals zusammengekommen. Ja. Und das ist dann halt auch schlimm geworden, wenn die sich bloß mit einem anderen unterhalten hat oder so. Also warst du 14 und wie alt war sie? Sie auch 14. Auch 14, ihr beiden. Ein halbes Jahr jünger. Ja, okay. Mhm. Aber jedenfalls bin ich dann ausgerastet immer.
und habe die, mit die sie geredet haben, also die, mit die meine Freundin geredet ja, hat, ja. die Typen, habe ich gleich geschlagen und so. Mhm. Und meine Freundin habe ich dann zum Schluss jetzt, wo, also vor ein halbes Jahr oder ein paar Monate jedenfalls, habe ich meine Freundin auch geschubbt und getreten und so. Das heißt, du bist so. Mit der Freundin noch zusammen? Nee. Aber bis vor kurzem warst du? Ja. Die hat dann halt den Kontakt dann beendet und so, hat mich angezeigt und so. Also du hast die, wenn die mit irgendeinem Jungen geredet hat, hast du dem gleich einen in die Fresse gehauen? Ja. Und hast sie wahrscheinlich beschimpft, dass sie mit dem überhaupt redet? Ja. Was hast du? Also sehr schlimm beschimpft. Ich habe gesagt, Schlampe und so, habe ich gesagt. Ja. Und das ging ja über viele Jahre dann. Ja. Was hast du noch mit ihr gemacht? Ja, manchmal, also ich habe einfach, sie habe ich halt immer sehr beschimpft und so und ich war immer kurz davor, der eine zu knallen, sag ich mal so, ja. Mhm. Und ja, dann bin ich halt an dem einen Abend dann so ausgerastet und so. Als ich geschubbt, musst du dir vorstellen, so vor der Tür standen wir so, ja. Ja. Das ist dann so Briefkästen, sag ich mal so. Und dann habe ich die geschubbt, ist sie halt dagegen gefallen und dann habe ich die im Brustbereich getreten, habe ich die. Mhm. Und ein Typ, mit dem sie geredet hat, den habe ich die Nase gebrochen und so, da kam ins Krankenhaus. Und dann mhm. habe ich auch schon Gerichtsverhandlungen gehabt deswegen und so. War denn deine Freundin auch verletzt durch den Übergriff? Ja, was heißt verletzt? Die hat aber gesagt, also die hat keine Luft richtig gekriegt und so. Mhm. Und die Eltern haben auch dann gleich bei mir angerufen, denselben Abend noch, was das soll, was ich mit der mache und so. Also was diese körperliche Brutalität anbelangt, das war einmal deiner Freundin gegenüber? Ja. Also richtig, sag ich mir mal, jetzt zum Betreten und so. Also so rumgeschubbt habe ich schon öfter mal so. Aus diesem Fall, den du gerade geschrieben hast, da mit den Briefkästen und Treten und da war noch jemand anders dabei, daraus ist dann eine Anzeige entstanden? Ja. Und was wurde weiter? Naja, das, also es waren eine Gerichtsverhandlung und so. Mhm. Und da wurden halt alles wohl aufgerollt, was ich vorher schon hatte. Weil ich habe, das ist nicht das erste Mal, dass ich wegen Körperverletzung was hatte und so. Mhm. Und jetzt habe ich halt 3 Jahre Bewährung gekriegt. Und wenn ich halt in den 3 Jahren was mache, dann muss ich halt im Knast hin. Verstehe. Na, hat deine Freundin dich nach diesem Vorfall verlassen? Ja. Wie lange liegt das jetzt zurück? Boah, eigentlich ein halbes Jahr. Halbes Jahr erst. Ja. Warum hast du dich so schlimm verhalten, Christian? Also, das weiß ich selber nicht. Das weiß ich ehrlich nicht. Ich bin so, wie ich war, ich sag mal so, das ist wie ein Doppelleben, sag ich mal. Mhm. Ich war, wo ich mit der alleine war und so, das hatte ich auch gesagt. Ich bin, war der liebste Mensch, den sie kannte, ja. Mhm. Aber sobald jemand anders dazu kam. Ja, sobald jemand anders dazu kam. Ja, war das so, auch wenn du mit ihr, wenn du mit ihr alleine warst und sie zum Beispiel anderer Meinung war als du, bist du da nicht auch ausgetickt? Ja, das stimmt auch. Auch, ne? Also auch wenn du mit ihr alleine warst. Ja, also, oder wenn sie zum Beispiel halt telefoniert hat. Mhm. Als gleich gesagt, diese Auflegen und so, habe ich auch ihr Handy in der Wand gefeuert und so. Mhm. Also du warst immer dann still, wenn sie genau das machte, was du wolltest. Ja. Dann war's. Die sollte halt, sag ich mal, jetzt, ich sag jetzt einfach mal die Wahrheit so, ich war halt so, die sollte eigentlich immer einfach das machen, was ich bloß wollte. So. Ja, verstehe. Nun sagst du, hast du gerade zu mir gesagt, ich war ein Tyrann und du erzählst das ja schon ja ziemlich selbstkritisch. Wie kommt das, dass du jetzt einen Wandel, da hat sich ja was verändert in dir, dass du dich anders siehst und dich jetzt so beurteilst? Wie kommt das? Na, es kommt halt durch die ganzen, also mit der Polizei jetzt und so und Staatsanwaltschaft und so, weil ich bin mir jetzt im Klaren geworden, weil ich habe auch mit Leuten geredet, die das auch passiert ist so. Mhm. Also es war wie so eine kleine Gruppe so, da bin ich hingegangen. Mhm. Und da waren halt Leute, die das selber passiert ist und so. Und die auch deswegen schon im Gefängnis saßen und so. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, wenn ich jetzt, das ist eigentlich völlig Blödsinn. Ja. Ich habe mir überlegt, was kann zum Beispiel jetzt ein anderer dafür, wenn meine Freundin mit denen redet. Ja. Und das ist ja auch nicht schlimm, wenn sie mit jemand anderem redet. Ja. Du redest ja auch mit jemand anderem. Ja, ich sag mal so, ich sag jetzt, ich habe mich geändert, sage ich. Aber wenn ich jetzt so eine Freundin wohl habe, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich denn mache. Ob das denn wohl so schlimm wird oder. Also sagen wir mal so, in der Theorie hast du dich geändert. Ja. Ne? Also im Nachhinein, wenn du all deine, diese vielen, das sind ja immerhin dann fast 4 Jahre gewesen, wo ihr zusammen wart und wahrscheinlich sind da ganz viele schlimme Dinge passiert, wenn du so nachdenkst. Ja. Schämst du dich? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch öfter versucht, nochmal jetzt Kontakt aufzunehmen und wollte mich entschuldigen, aber das kann ich vergessen.
Das glaube ich auch, die wird bedient sein von dir. Die hat die Schnauze. Absolut ab, die hat so ihre Nummer gewechselt und so, so wie ich da eine SMS hingeschrieben habe, hat die eine andere Nummer gehabt und so. Jetzt ist es zu spät. Ja, jetzt ist es zu spät. Das ist zu spät. Das Einzige, was du vielleicht noch machen kannst, wenn es du, wenn du das wirklich ehrlich meinst, aber auch nicht das berechnend machst, um wieder von, mit ihr in Kontakt zu kommen, wäre vielleicht, wenn du ihr einfach mal einen Brief schreibst, dass du dich einfach nur entschuldigst und du nichts erwartest von ihr. Nicht, dass sie denkt, du willst sie jetzt wieder anbaggern, dass du einfach nur Entschuldigung schreibst und einen Strich drunter machst. Das hast du mir auch schon überlegt, ja. Christian, hast du selbst in deiner Kindheit so auch Gewalt erlebt von deinen Eltern? Nee, gar nicht. Gar nicht? Nee. Also bist du nett und angenehm erzogen worden? Ja, auf jeden Fall. Ich habe nie, nicht mal einen Klaps auf den Po gekriegt oder irgendwas. Gar nicht. Aber dann sind deine Eltern auch wahrscheinlich entsetzt über dich, ne, was jetzt passiert ist. Ja, na, mit meinen Eltern habe ich mich deswegen auch schon sehr oft gestritten. Weil die haben das dann halt alles mitgekriegt und so, weil ich habe auch noch einen kleineren Bruder und so. Ja, was heißt kleiner, und der ist eh ein Jahr jünger als ich und so. Und die haben so den Freundeskreis da so, denselben so. Ja. Und dann hat der halt auch schon mit meinen Eltern darüber geredet und mein Bruder will selber auch nichts mehr von mir wissen und so. Also schlimme Entwicklung. Ja. Ich stehe jetzt praktisch, wie sag ich mal, ins Alleine da. Meine Eltern, gut, die, da bin ich vielleicht im einen Monat, vielleicht bin ich da eh mal und so, aber das ist auch nicht alles so wirklich, wir reden kaum und so. Was machst du? Bist du noch Schüler oder hängst du rum? Zur Schule bin ich gar nicht mehr gegangen und so. Habe ich auch einfach abgebrochen. Also alles. Und was machst du? Gar nichts? Bin ewig wach in der Nacht. Fände ich bis irgendwann aus. Weißt du, Christian, oder so und dann, das ist natürlich ausgesprochen beschissen, was da gelaufen ist. Um es mal fast noch freundlich auszudrücken. Ja. Und das hast du dir alles eingebrockt, dass deine Eltern jetzt auf Distanz zu dir sind, dass du jetzt wirklich ziemlich einsam da abhängst. Ist deine Schuld, bist du schuld. Aber, was ich gut finde, ist, dass du aufgrund nur deiner Überlegungen jetzt eine andere Linie einschlägst. Ja. Das finde ich eine gute Sache. Und es hätten noch viel schlimmere Dinge passieren können, die du anrichtest, wo du vielleicht sogar dein ganzes Leben schon hättest mit versauen können, wenn du jemanden, so zusammengeschlagen hättest, dass er behindert ist oder gar gestorben wäre. Ja. Hätte alles passieren können. Da hast du recht, ja. Das war schon schlimm genug, aber du hast recht, das hätte viel schlimmer sein können. Ja, deswegen sehe ich jetzt mal, lass uns mal die, das Schlimme haben wir jetzt besprochen, schon eine ganze Weile. Jetzt lass uns mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Du bist erst 18 Jahre, das ist ja schon mal alles wunderbar. Du hast viel, viel Scheiße gebaut. Ja. Das siehst du ein. Ja. So, aber jetzt kannst du ja daraus Konsequenzen ziehen und versuchen, wirklich einen Neuanfang zu starten. Ja. Einmal finde ich wichtig, dass du, hast du gar keinen Schulabschluss? Nee, ja. Ich bin einfach denn das letzte Schuljahr da, wo ich meinen Hauptschulabschluss nachholen sollte, da aus einem berufsvorbereitendes Jahr, BVJ da. Ja. Aber da bin ich denn, also da war ich das komplette Jahr, war ich da gar nicht. Verstehe. Ich habe halt 1000 Euro Geldstrafe gekriegt und so. Ja. Kannst du auch nicht bezahlen, du musst die Arbeit schon machen und so. Wo wohnst du denn eigentlich? Ich wirklich gar nichts gemacht. Ja, wo wohnst du denn eigentlich überhaupt im Moment? Wie bitte? Wo wohnst du? Also bei deinen Eltern noch, oder? Ja, bei meinen Eltern eigentlich, ja. Ich bin aber kaum zu Hause, ich bin immer bei einem Kumpel. Abhängen. So, die Zeit des Abhängens ist jetzt vorbei. Weißt du, was jetzt eine der ganz wichtigen nächsten Schritte sein muss, dass du dich darum kümmerst, dass du einen Schulabschluss nachmachst? Ja. Und kein Aber und so. Das musst du machen. Das ist der allererste Schritt in ein vernünftiges Leben rein. Ja. So, und der zweite Schritt wäre, und da würde ich dich gerne gleich noch ein bisschen beraten lassen von meinem Psychologen. Mich hat so ein bisschen stutzig gemacht, dass du gerade sagtest, ja, so in der Theorie habe ich das alles eingesehen, aber ich weiß nicht, was ich machen werde, wenn ich wieder in der wirklichen Situation bin. Ja. Würde ich dich gerne beraten lassen von meinem Psychologen, was du da vielleicht auch so in Richtung Therapie, Beratung auch an dir, mit dir machen könntest, was man machen könnte. Ja, das würde ich auf jeden Fall auch machen. Ja, so. Und wenn du jetzt auf diesen beiden Schienen so jetzt dich anstrengst, glaube ich, hast du eine gute Chance, in ordentliche Bahnen zu kommen und auch ein Leben bald zu führen, was du gerne möchtest. Und auch Dinge vielleicht zu machen, worauf du stolz sein kannst. Im Moment kannst du auf nichts stolz sein. So, und das ist eine ganz üble Lebenssituation, wenn man auf nichts stolz sein kann. Ja.
Aber da ist jeder selbst dafür, größtenteils selbst verantwortlich für. Ja. Stolz kann man auch sein, wenn man sich vernünftig verhält und wenn man sich ehrlich verhält und den Menschen gegenüber sich klar darstellt. Ja. Kann man zum Beispiel auch stolz drauf sein. Das müssen nicht immer tolle, große Leistungen sein. Ja, da war ich schon stolz drauf, ja. Bitte? Da war ich jetzt schon stolz drauf, ja, wenn ich mal mit einem Menschen richtig hier. Ja, aber du hast eine gute Voraussetzung, weil du einsichtig bist, finde ich. Ja. Und deswegen finde ich das Ganze recht hoffnungsvoll. So, jetzt möchte ich, dass du auflegst und du wirst von Peter, meinem Psychologen, angerufen. Ja. Und alles Weitere beratet ihr beide dann, ja? Jo, dann bedanke ich mich bei dir. Gerne. Und Christian. Mach weiter so mit deiner Sendung. Dankeschön, Christian. Alles Gute wünsche ich dir. Jo. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heißt Tyrannen. Wenn ihr mir von einem Tyrannen erzählen wollt, oder einen weiblichen Tyrannen in eurem Umfeld, oder vielleicht ihr selbst euch mal so verhalten habt oder sogar zurzeit verhaltet, dann meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt um in @wdr.de. Hans-Jürgen ist hier. Hans-Jürgen ist 42. Guten Morgen. Ja, hallo. Hans-Jürgen, schönen guten Morgen. Grüß dich. Möchtest du über einen Tyrannen erzählen? Ja, ich habe einen Tyrannen zu Hause, der 1,56 Meter groß ist. Der 1,56 Meter groß ist? Wer ist das? Und 32 Jahre alt ist. Das ist meine Frau. Das ist deine Frau? Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Im September sind es 2 Jahre und sind mittlerweile 6 Jahre zusammen. Würdest du den Ton von deinem Radio oder Fernsehen ganz abschalten? Einen Moment bitte. Ja. So, besser? Das hoffe ich jetzt gleich. Dann, ich habe jetzt ganz klar aus. Ja, ja. Ihr wohnt zusammen in einer Wohnung? Ja, korrekt. Und warum ist sie ein Tyrann? Ja, also, ich muss mal so kurz ausholen. Sag ich mal, sie hat 2 Persönlichkeiten. Mhm. Die eine ist, sag ich mal, die liebe Nette, so wie ich sie kennengelernt habe. Und in den Jahren ist sie, hat sie sich verändert durch viele private Probleme aus ihrer alten Ehe, die dazu gekommen sind, dass die eine Seite von ihr jetzt ziemlich aggressiv geworden ist. Ihr wart 6 Jahre zusammen, bevor ihr geheiratet habt? Ja, also 4 Jahre zusammen dann. Achso, 4 Jahre. In diesen 4 Jahren war da alles gut? Ja, die erste Zeit war es super gewesen und dann hat sich das mit der Zeit entwickelt durch ihre Vergangenheit, durch ihre alte Ehe, die sie vorher gehabt hat. Ja. Und seit wann ist es jetzt richtig schlimm? Richtig schlimm geworden ist es seit letztem Jahr, wie ich meinen Herzinfarkt gehabt habe. Hast du den wegen ihr bekommen? Zum Teil mit, ja, durch den ganzen Stress. Ne? Beschreib mal ihre Verhaltensweisen. Was macht sie tyrannisch? Also ich kann ihr nichts recht machen. Alles, was ich sage oder mache, ist verkehrt. Da wird sie sehr, sehr schnell aggressiv. Was heißt das? Sie schmeißt mir Wörter an den Kopf, die mag ich ihr gar nicht sagen. Sag's ruhig mal, damit ich mir ein Bild machen kann. Sie ist so Hurensohn oder Kinderficker und was ich was alles, sag ich mal, in dieser Ausdrucksweise, ne? Die sie dann vom Stapel lässt, ne? So, und wird dann auch ziemlich aggressiv, bloß da ich ihr körperlich sehr gewaltig überlegen bin. Ach, sie wird körperlich auch aggressiv? Ja, merkt man. Also sie dreht richtig ab, ne? Also sie würde gerne dich schlagen und auf dich eintrommeln. Ja. Geht sie an dich ran auch? Sie geht dann auch so richtig auf, wie dann richtig aufbrausen. Sag mal, dass sie sehr provozierend, ne? Weil ich nur, sag ich mal, der ruhigere Typ bin, ist das, wie ich sag mal, so nicht so schnell aus der Reserve locken. Ne? Was machst du dann? Hältst du ihre Hände fest oder was machst du? Nein, ich brause dann auch, bin auch so ein bisschen, erstmal sage ich gar nichts, versuche sie irgendwie runterzuholen, aber es bringt nichts. Dann irgendein verkehrtes Wort wieder oder ich habe es, sie bekommt es immer alles in den verkehrten Hals. Ja, wie ist es so mit Gegenständen? Zerstört sie Gegenstände, wirft sie mit Gegenständen auf dich? Also sie ist dann auch ziemlich werfen auf mich nicht, aber zerstören, sag ich mal, kaputt machen. Das ist ihr dann, in dem Moment ist ihr alles egal. Ja, was für Gegenstände zum Beispiel? Das braucht nur sein, das fängt schon morgens mit dem Aufstehen an. Mhm. Wenn dann irgendetwas ist, die steht schon morgens auf mit einer Fleppe, wie soll ich das sagen, richtig schlecht gelaunt, ne? Mhm. Und dann brauche ich da nur zu sitzen, dann sage ich mal ganz grob auf Deutsch gesagt, dann kotzt ihr schon meinen Anblick an, ne? Und dann dreht sie dann schon ab, dann wird das Marmeladenglas auf die Erde geschmissen, das ist dann egal, ne? Wie lange halten denn diese Ausbrüche an? Kurz oder ist es dann lang anhaltend? Es ist verschieden. Mal ist es eine kurze Phase, sag ich mal, über 10 Minuten. Mhm.
dann ist wieder Ruhe, dann merkt sie, dass sie was verkehrt gemacht hat. Ist sie denn dann wieder so nett, wie du sie von früher kennst? Richtig, dann ist sie wieder ganz normal, in Anführungszeichen, sage ich mal. Spricht sie dann auch über das, was sie getan hat? Reflektiert sie darüber? Ja, sie sagt ihr, dass es ihr leid tut, was sie gemacht hat, ne? Das sagt sie dann immer wieder. Ja, und das Schlimmste ist ja auch, sie ist ja deswegen, sag ich mal, auch schon jetzt vom Dezember bis jetzt war sie schon 4-mal in einer Nervenklinik gewesen. Ach so. Und da hat man zu ihr auch gesagt, und auch unter diesem aggressiven Verhalten, was sie hat, und schwere Depressionen, wie gesagt, ist sie auch in der Klinik, sag mal, mit anderen Patienten kam sie auch nicht klar, wurde sie auch ziemlich aggressiv da. Was für eine Diagnose wurde denn in dieser Klinik gestellt? Aggressives Verhalten und schwerste Depressionen und Borderline-Syndrom. Oh weia. Und was macht man dagegen? Ja, man hat sie zuletzt in Liebenburg mit so doll mit und diese Persönlichkeitsstörung kommt auch noch mit zu, hat man sie mit Psychopharmika vollgepumpt. Da habe ich gedacht, ich hätte eine zugekiffte. Also sie war mit einer Leiche spreche. So hat man sie zugedröhnt. Also war das dann auch keine Lösung? Aber nichts nehmen ist auch keine Lösung? Richtig. Ist deine Frau noch berufstätig? Nein, sie ist 32 und sie ist jetzt mittlerweile seit 3 Jahren, also jetzt bist du noch wie ein anderer Schwellen Rentnerin auf Zeit. Auf Zeit? Ja. Gibt es noch schöne und zärtliche Momente zwischen euch? Ja, sonst würde ich, sage ich mal, die Ehe aufgeben. Warum bist du überhaupt noch in der Ehe? Nur wegen dieser Momente? Ich liebe die Frau. Trotz allem. Ich weiß, wie soll ich das sagen, dass sie es nicht persönlich gegen mich meint, sondern... Das ist schwierig. In deinem Fall, da offensichtlich eine psychiatrische Erkrankung vorliegt, dann hat man ja eher noch ein Verständnis. Also man denkt, jemand ist eigentlich voll bei Sinnen und gesund und er ist trotzdem boshaft. Dann fragt man sich immer, wann fängt die psychiatrische Erkrankung an? Ab wann ist es pathologisch? Ist immer der große Frage. Hier unser aktueller Fall in Österreich. Richtig. Der Anwalt sagt auch, dass der Anwalt dieses Täters sagt, dass der Mann psychisch erkrankt sei. Ja. Ja. Damit kann man ja immer leicht auch alles erklären und vielleicht auch entschuldigen. Ich bin da immer sehr skeptisch. Aber in deinem Fall ist es natürlich wirklich schwierig, wenn du sagst, du kennst die Frau anders, sie hat andere Momente, die liebst du. Das heißt, du verzeihst ihr das immer noch, wenn sie... Wie lange kann man sowas aushalten und verzeihen? Weiß ich nicht. Also, sag ich mal... Momentan liegt auch schon wieder was an ihr, wegen ihrem Ex-Mann wo sie seit Sonntag wieder ziemlich aggressiv drauf ist. Als ob einer einen Schalter umlegt. Vorher noch gelacht, war man auf dem Flohmarkt gewesen. Und dann hat sie Big Brother Radio gehört und dann auf einmal innerhalb von ein paar Minuten, als ob einen Schalter umlegt, wurde sie aggressiv. Ich habe die Sorge, wie du das jetzt schilderst, dass über kurz oder lang du selbst krank wirst. Du krank wirst. Sei es körperlich oder auch seelisch. Ja. Und du hast gerade gesagt vom Herzinfarkt. Ja, ich habe hab letztes Jahr 4 Bypässe bekommen und davor vor 2 Jahren, nach 2 Jahre wieder weiter vor, hatte ich die ersten Herzinfarkt gehabt. So, und dass da natürlich die hochbedrückende häusliche Situation nicht gerade förderlich ist, das weiß ein Laie. Richtig, wir sind auch dementsprechend schon, muss ich sagen, in der kurzen Zeit, glaube ich, 5 oder 6 Mal umgezogen. Das kam ja auch nochmal dazu. Weil dann irgendwo wieder Stress und Streit gewesen ist, auch mit Freundschaften, die haben nicht lange gehalten. Weißt du, Hans-Jürgen, ich glaube, ich sage es dir jetzt mal so spontan, dass das aufgrund meines Eindrucks, dass du wahrscheinlich, um auch dich zu schützen, zumindest zwischenzeitlich aus dieser Beziehung raus musst. Ja, wir waren ja schon zwischenzeitlich getrennt gewesen. Also es ist ja nicht so, sag mal... Naja, aber nun seid ihr wieder zusammen. Sind wir wieder zusammen und ich ja auch mit den Ärzten gesprochen habe, auch mit meinem Hausarzt, der immer zu mir sagt, er kann es gar nicht verstehen, wenn sie hier auftritt, ist sie fröhlich und nett, dass sie so ist. Ne? Ja gut, aber ein Arzt muss das ja nun kapieren, dass es solche Persönlichkeitsstrukturen gibt, die mal so sind und mal so. Ja, also mir hat klipp und klar der Nervenarzt gesagt, sie hat 2 Persönlichkeiten. Ja, der wird das dann schon richtig einordnen, ja. Aber die Frage ist, was ist mit dir? Wie lange sollst du das noch machen? Ich glaube, es ist nicht gut, dass du bei dieser Frau bleibst. Ja, ich bin
eine Meinung, sag ich mal, wenn es geklärt wäre. Ich weiß ja, warum sie so ist. Ja, wenn sie wieder Umgang zu ihren Kindern hätte, mhm. Der durch diesen Ex-Mann, der das ja alles ausgelöst hat, mhm. Wenn sie, sag ich mal, wieder vernünftigen Umgang hätte zu ihren Kindern, dass sie wüsste, wo jetzt ihre Kinder wohnen, würde es ihr auch besser gehen. Ach, du meinst, das ist die Hauptursache und der Auslöser? Die Hauptursache, dass sie so ist, sie ist ja normalerweise nicht so. Wie viele Kinder hat sie? Sie hat zwei. Wie alt sind die? Die sind 10 und 11, meine ich. Und der Umgang ist ihr ganz untersagt? Ja, also der Untergang ist sie nicht untersagt. Sie hat Umgangsrecht alles, mhm. Begleiteten. Und ihr Ex-Mann spielt wieder verrückt. Sie hatte Weihnachten ein Paket wieder abgeschickt. Mhm. Das ist wieder zurückgekommen. Jugendamt drückt die Adresse nicht aus, wo der Kindsvater wohnt. Mhm. Und jetzt, seitdem sie jetzt einmal keinen telefonischen Kontakt hat, was sie vorher mal gehabt hat, wo sie ausgeglichen war, weil sie zu mir mal gesagt hat, sie kann ohne ihre Kinder nicht leben, ist sie wieder so in dieses alte Muster, in dieses Schema wieder reingefallen, dass sie wieder so aggressiv geworden ist. Wie lange geht das denn? Wie lange läuft diese Problematik mit den Kindern schon? Also extrem jetzt seit gut 2 Jahren. Mhm. Mhm. Da wurde mir unterstellt, dass ich die Kinder geschlagen habe. Und dann, von wem? Von ihr? Nein, von ihrem Ex-Mann. Ach so. Also ich merke schon, da kommt jetzt eine ganz neue, große, andere Geschichte ran. Richtig, die wir gar nicht, jetzt... Dann, aber zweimal Auslöser ist, wie gesagt, sind diese Sachen, mhm. dass sie ein Tyrann ist. Und mhm. So muss man es mal ausdrücken. Mhm. Und also, in der Familie auch selber versuchte man mich auch schon zu schützen. Das würde keinen Sinn haben mit der Frau und so weiter und so fort. Du wirst für dich einfach irgendwann wirklich die klar vor Augen sehen müssen, wann du sagst, ich kann nicht mehr, ich muss raus hier. Ja. Ich muss raus und wenn ich so lange rausgehe, bis die Dinge sich geregelt haben. Sonst bist du mit dem nächsten Herzinfarkt in der Klinik. Und dein Leben ist auch zerstört. Das darf nicht passieren, Hans-Jürgen. Das ja. darf nicht passieren. Ich wünsche dir alles Gute, Jürgen. Ja, alles danke. Gute und dass die Dinge sich regeln in eurem gemeinsamen guten Sinne. Ja. Alles ja. Gute. Besten Dank. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss. Und jetzt bin ich verbunden zu unserem Thema Tyrannen mit dem Andreas. Und Andreas ist 45. Hallo, Andreas. Ja, hallo, Domian. Andreas. Recht schönen guten Morgen wünsche ich dir erstmal und deinem Team. Dankeschön. Ja, Tyrannen. Bist du selbst einer? Nein, ich bin keiner. Nein. Ich habe das Vergnügen gehabt, von einem Tyrannen beherrscht zu sein. Und zwar die ersten 20 Lebensjahre. Das heißt, dein Vater? Ja, mein Vater. Die ersten 20 Lebensjahre. Ganz genau, ja. Warum war der Vater deiner Auffassung nach ein Tyrann? Also was hat er gemacht? Warum? Ich habe da nur eine ganz simple Idee. Es ist auch nicht möglich, mit ihm darüber zu sprechen, soweit. Er wickelt das alles ab. Er will sein Schema durchziehen oder hat er damals zumindest durchgezogen und das war das Nonplusultra schlechthin. Darunter haben also 5 Kinder und seine Frau gelitten. Was hat er denn gemacht? Sag mal ein paar Beispiele vielleicht zunächst. Ja, ich hatte zum Beispiel so eine alte Registrierkasse irgendwo mal nach draußen genommen und dann hat er dann festgestellt, ich spiele damit sozusagen ihr Kaufmann und dann auf einmal plötzlich kommt er an mit so einem Lederriemen und zertrümmt einen förmlich, sodass die Frau selber sagt, es lag das Kind nicht tot. Wer ist die Frau? Deine Mutter? Meine Mutter, ja, mhm. genau. Mhm. Und schlag das Kind nicht tot. Moment. Die Frau, deine Mutter hat gesagt, schlag das Kind nicht tot. Ja, genau. Das heißt, da kann man sich vor Augen führen, wie heftig der zugeschlagen hat. Richtig, genau. Wie alt warst du da? Wie bitte? Wie alt warst du da? Ich war ungefähr 8, 9, 10 Jahre alt. Wie viele Kinder wart ihr in der Familie? 5 Kinder. 5? Ja. Und hat er sich allen gegenüber so verhalten? Ja, er hat sich auch da sozusagen nicht nur mit Gewalt, sondern auch verbal dementsprechend das kundgetan, indem er gesagt hat, ja, also auf einen mehr oder weniger kommt es zum Beispiel nicht drauf an. Oder wenn er nicht pariert, kommt er ins Kinderheim oder. Heißt das bei dir auch so, wie wir es vorhin am Anfang gehört haben, da war es die Mutter, dass du deine ganze Kindheit über letztendlich Angst, in Angst vor deinem Vater gelebt hast? Ja, genau. Wir durften, also zumindest meine Wenigkeit, ich durfte weder auf dem Kinderspielplatz, ich durfte nicht irgendwie Freunde einladen oder Schulkameraden zum Kindergeburtstag oder mal einfach mal raus und all solche Sachen. Das war also äußerst selten mhm. mal. Was würdest du sagen, so jetzt wenn du das im Nachhinein alles so analysierst, was war das Schlimmste, was er dir angetan hat?
dass er die Liebe, die Aufmerksamkeit, den Respekt und die Achtung nicht gegeben hat. Für all das, was ich getan habe. Weil ich bin ja nun auch der Älteste in der Familie von den Kindern. Ich habe die Kinder mit groß geworden. Der Jüngste, der könnte mein Sohn sein. Ich habe eingekauft, ich habe alles drum und dran gemacht, was für die Familie war. Auch so ein bisschen Haushalt, Garten etc. mehr. Alles Mögliche gemacht. Also das kann man eigentlich gar nicht aufwiegen. Ja. Kannst du sagen, wie oft dein Vater dich geschlagen hat? Nee, ich kann es nicht mehr zählen. Also ganz oft. Und das fing auch schon als kleines Kind an? Das fing auch als kleines Kind an, ja. So, nun ist auch hier wieder die Frage, die Rolle der Partnerin, also der Mutter. Die Mutter hat da zu ihm gesagt, schlag das Kind nicht tot. Aber die Mutter hat das ja 20 Jahre dann oder die ganze Zeit über doch geduldet. Ja. Machst du ihr vor? Sie hat auch mich sozusagen, weil ich ja nun der Erste bin, auch im Stich gelassen, weil sie mal für ein, zwei Tage abgehauen ist und ich bei diesem Mann bleiben musste. Achso, das heißt, sie hat auch sehr unter diesem Mann gelitten? Sie hat auch sehr unter dem Mann gelitten, es war eine gewisse Hörigkeit da. Ist sie geschlagen worden von ihm? Ja. Vor euren Augen? Vor unseren Augen soweit nicht, aber ich habe das damals mitbekommen, weil ich nebenan geschlafen habe. Und da hat er also mit Tassen, Tellern und weiß nicht, Kuckuck nicht was durch die Küche geschmissen. Leben deine Eltern noch? Ja, die leben noch. Ja? Wie ist dein Verhältnis heute zu deinem Vater? Der ist gleich null. Und zu deiner Mutter? Auch gleich null. Die beiden leben noch zusammen? Die beiden leben noch zusammen, ganz genau. Ich habe es mal vor 2 Jahren, also 2006, probiert. Da war mein Vater im Krankenhaus gewesen und anschließend im Pflegeheim, weil er einen Schlaganfall hatte vor etlichen Jahren. Und da konnte ich mit meiner Mutter auch vernünftig drüber reden. Ein paar Wochen später, als er wieder daheim war, da hat sie wieder so geredet, dass sie also auch selber irgendwo nicht was Falsches sagen konnte. Das heißt also, du siehst deine Mutter auch in kompletter Abhängigkeit von ihm, in krankhafter Abhängigkeit. Inwiefern das krankhaft ist, Domian, das kann ich nicht beurteilen. Es ist irgendwo so eine gewisse Hörigkeit einfach da. Aber schwingt denn so in der Beurteilung bei dir schon auch ein Vorwurf für deine Mutter mit? Warum hast du das zugelassen? Ja, natürlich. Ja. Weil sie hat ja im Prinzip Unterstützung von ihrer Mutter ja bekommen. Die Möglichkeit wäre ja da gewesen. Das heißt, sie hätte euch da rausretten können? Ja. Aber es ist ja so, es gab Zeiten, wo, wenn der Vater noch in einer ersten Ehe drinsteckt, dann mit einer Frau zusammenlebt, war ja damals die wilde Ehe, und dann noch ein uneheliches Kind, da sind 3 Komponenten, und das erklärt mich letztendlich auch irgendwo dieser Situation, wo er also nicht mehr klar kam und sich auch keine Hilfe sich geholt hat, dass also er dann irgendwo so abgetickt ist. Du hast mit ihm aber nie, als du schon ein erwachsener Mann warst, mal Tacheles über die Vergangenheit geredet. Nein, weil es war so, das, was er gesagt hat, war das Abend in der Kirche. Das heißt, wenn du als erwachsener Mann angefangen hättest zu reden, hätte er dich rausgeschmissen oder er hätte es sofort abgebrochen? Er hätte es abgebrochen oder ich sehe alles falsch. Du siehst alles falsch. Als er diesen Schlaganfall bekommen hast, von dem du gerade erzählt hast, so ganz ehrlich in dir, war da so ein Gefühl der Genugtuung, das hat er verdient? Für mich persönlich? Nein. Nee. Nein, weil Domian, du hattest mal vor einiger Zeit so dieses Thema gehabt, von Liebe, höhere Religion auch. Genau. Und ich sage mir, es gibt eine höhere Macht, egal ob man das der Gott nennt, ob das Buddha ist oder Allah ist oder Manitou oder wie sie alle da heißen mögen. Ich brauche da nichts zu machen. Es ist alles so in einem gewissen Lebensbuch von vorgeschrieben. Also, ich habe da keine Schadenfreude, gar nichts, ist es einfach so. Das glaube ich, wenn du das so siehst, dass das eine sehr für dich, dass das eine sehr gesunde Einstellung ist und für dich eine sehr gute Einstellung. Das heißt, du hast keine Rachegefühle. Nein, und letztendlich ist er dir gleichgültig, ist es so? Nein, gleichgültig nicht, weil jeder Mensch hat irgendwo für mich persönlich gesehen
einen gewissen Respekt und Achtung verdient. Ach, das auch diese Menschen. Ach so, auch meine Eltern in dem Sinne. Ach so, du sagst sogar gegenüber dem Mann, der dir so zugesetzt hat in deiner Kindheit, du hast in gewisser Weise, oder ich frage es anders, glaubst du, dass dieser Mann auch irgendwo in sich noch einen guten Kern hat? Ja, natürlich. Er hat es nur nicht rausgekehrt. Mhm. Ja, ja, das ist natürlich eine sehr souveräne und Haltung, die du hast. Respekt, sage ich jetzt zu dir, weil manch einer würde wirklich vor Wut schäumen und wäre froh, wenn derjenige gestorben wäre oder wenn er leiden würde. Nur mehr, ich habe schon mit anderen Menschen, so, es sind nur sehr wenige, darüber gesprochen. Die haben mir ganz klipp und klar gesagt, woher nimmst du diese Kraft? Du bist kein Krimineller geworden, du hast keine Drogen genommen, du hast keinen Alkohol konsumiert, nichts. Woher nimmst du die Kraft? Ja, das ist halt einfach die höhere Macht in gewisser Weise. Also das heißt, deine Religiosität ist es? Ja, obwohl ich keiner Religion angehöre. Das macht ja nichts. Ja, es gibt etwas, was also ist. Und ich habe damals schon mit 14, 15 Jahren zu meiner Mutter gesagt, wenn das so weitergeht, dass ihr nicht für die Familie da seid, mit denen wirklich mal gemeinsam mal eine Fahrradtour oder ein Minigolf spielt oder macht, wird die Familie zerbrechen. Und die Familie ist zerbrochen. Wenn dein Vater, wie geht es ihm im Moment aktuell? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, weil absolut kein Kontakt da ist. Ach so. Wenn jetzt ein Anruf käme und er brauchte in irgendeiner Weise deine Hilfe, würdest du es tun? Nein. Das nicht? Also ich habe mit diesem Kapitel jetzt 2006 abgeschlossen, weil meine Mutter sagte auch, ja, ich rufe dich Weihnachten an. Ich war Weihnachten zu Hause, es kam kein Anruf. Mhm. Und nur nach dem Mund reden, aber zu den anderen Kindern hinfahren, ist nichts. Weißt du, wenn ich dann eine Hochzeit irgendwann mal gehabt habe und mein Vater kommt nicht, weil sein Beruf wichtiger ist, mein mittlerer Bruder auch nicht erscheint. Heißt das denn? Meine Mutter kommt, gibt das Geschenk ab, gratuliert und fährt mit meinen zwei jüngsten Geschwistern wieder nach Hause. Ja, das ist sehr schlimm. Das ist sehr schlimm. Heißt das, dass du als Ältester dich am radikalsten abgewandt hast von der Familie? Ja, nicht nur der Älteste, sondern der Jüngste auch. Ah ja. So, jetzt hätte ich noch eine abschließende Frage, Andreas. Ich glaube ja, wenn Menschen über einen langen Zeitraum, besonders in ihrer Kindheit und Jugend, so schlimm behandelt werden, tragen sie Narben davon. Ja. Oder vielleicht auch Schäden, aber Narben auf jeden Fall. Was meinst du? Du hast einen guten Weg gegangen, wie du es gerade geschildert hast. Dennoch, was hat er in dir zerstört oder was hat er in dir angerichtet? Bei mir, dass ich nicht wirklich so richtig lieben kann. Dass in mir einfach die Ängste sehr tief verwurzelt sind. Mhm. Ängste, dass also ich manchen Menschen nicht richtig 100% vertraue. Verstehe. Und das ist sehr schwer. Ist kaputt gegangen, weil ich habe keine Liebe erfahren, keine Wärme, keine Geborgenheit. Mhm. Ich kann es dem nicht so hundertprozentig geben. Dennoch finde ich deine Grundhaltung, wie du sie gerade geäußert hast, sehr respektabel. Und ich glaube, dass du damit auch am ehesten deinen Frieden findest, mit all dem, was geschehen ist. Ja. Ja, aber irgendwo kommt man sich auch so vor, als ob man irgendwie vom anderen Stern kommt. Na, finde ich nicht, aber... Ja, weil man ist ja irgendwie anders als wie viele andere. Ja, natürlich. Auch, wo also im Prinzip aber dieser Hass, diese Wut irgendwo auch irgendwie in gewisser Form, der eine übertreibt es, der andere ist der Humaner, einfach rauslässt. Ich habe es nicht rausgelassen. Mhm. Ich konnte es auch nicht rauslassen, weil die Angst ständig im Nacken war. Also wenn ich meine Geschichte aufschreiben würde, dann würde ich die Titel nennen, ist psychische Vergewaltigung eine Straftat? Fragezeichen. Das ist ja schon eine sehr, sehr dramatische Äußerung jetzt. Würde dich das fragen, ist eine dramatische Äußerung, aber was ist schlimmer? Nee, körperliche Narben, die verheilen, aber seelische Narben, wie du schon gesagt hast, die verheilen nie. Die haben immer etwas Bitteres an Beigeschmack irgendwo. Würdest du gerne noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprechen? Warum nicht? Okay, sehr gerne. Andreas, dann bitte ich dich aufzulegen und der Peter ruft dich gleich an. Okay. Wünsche dir alles Gute von Herzen. Viel Spaß. Dankeschön. Und mach weiter so, ne? Vielen Dank, auf Wiederhören. Ciao.
0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer zu unserem Thema heute, Tyrannen. Und ich begrüße jetzt ganz herzlich die Gisela. Und Gisela ist 62. Guten Morgen, Gisela. Ja, guten Morgen. Schön, dass du da bist, Gisela. Ja. Du möchtest über einen Tyrannen sprechen? Ja, mein Vater. Den Vater. Schon wieder, ja. Also jetzt merke ich schon im Laufe der Gespräche, es geht immer viel um Eltern auch. Es geht viel um Eltern, ja. Mhm. Aber ich glaube, das ist natürlich auch etwas, was einen Menschen das Leben lang beschäftigt. Ein Leben lang. Und wenn man, genau. Und niemals loslässt. Und wenn man uralt wird, denkt... Weshalb ich anrufe, eigentlich möchte ich Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, auf der einen Seite möchte ich ihnen Mut machen und ihnen ganz klar machen, wenn man will und wenn man ganz viel Kraft hat und sich in die Hand nimmt, dass man etwas erreichen kann. Okay, lass uns mal mit deiner Geschichte anfangen. Der Vater war ein schlimmer Mensch. Ja. Warum? Was hat er getan? Wie hat er sich dir gegenüber verhalten? Ja, also was passiert ist, ist, dass meine Mutter sehr früh starb durch einen Autounfall und ich rede jetzt etwas schnell. Ja. Und dann hat er wohl einfach, er war auch wirklich nicht ganz gesund, was aber keiner wusste, niemals wirklich realisiert, dass ich nicht, dass ich seine Tochter bin, dass ich jetzt nicht plötzlich seine Frau bin. Also Moment, langsam. Aber du warst seine Tochter. Natürlich war ich seine Tochter. Gab es noch andere Kinder? Gab es noch andere Kinder? Ja. Wie viel? Ich habe noch einen Bruder, der etwas älter ist als ich. Ja. Der aber auch sehr krank war. Wie alt war? Ich auch immer drum kümmern musste. Wie alt warst du, als deine Mutter ums Leben kam? 9. 9? Ah ja. Ja, und mit 10 Jahren ging das eigentlich richtig los mit Vergewaltigung und mit Vergewaltigung. Und und mit viel Schlägen, die wir aber auch schon vorher bekommen haben. Moment mal, langsam, Gisela. Der Vater hat dich als 9-jährige Tochter vergewaltigt. Ja, ja. Hm. Nee, mit 10 erst. Naja. Gut, ich war fast 10. Wie lange hielten... Das ging bis 19. Bis 19? Mhm. Hat er sich an dir vergangen? Ja. Er hat mit dir Geschlechtsverkehr gehabt? Ja. Und hat dich geschlagen? Ja. Er hat und sich... auch angesperrt, aber nicht so wie jetzt dieser schreckliche Fall da. Mhm. Also so schlimm war es nicht. Ich bin in den Keller gesperrt worden, wenn ich geweint habe oder wenn ich was nicht ordentlich gemacht habe. Wir hatten aber nie etwas ordentlich gemacht. Der Bruder, wie viel älter war der? 1,5 Jahre. 1,5 Jahre. Hat er das mitbekommen, dass... Der hat es nicht mitgekriegt. Nein. Aber an dem Bruder hat er sich nicht vergangen. Das weiß ich nicht. Ja. Hm. Also wir sind da immer sehr, also in solchen Situationen immer sehr getrennt worden. Mhm. Aber er hat sich auch... Wenn wir Dresche kriegten, da durften wir zusammen sein. Genau, also er hat den Bruder auch geschlagen. Ja, Er war sehr jähzornig, sehr, sehr jähzornig und er konnte sich einfach nicht beherrschen. Außerdem hatte er wohl, wie man später erst erfahren hat, er war dann später auch in Kliniken, dass er wohl Verfolgungswahn hatte. Mhm. Also bei uns waren immer sämtliche Türen, Fenster abgeschlossen mit Schlössern davor und so weiter und so weiter. Wir durften auch niemals jemand in die Wohnung lassen. Ich durfte auch keine Freunde haben. Aber du bist ja zur Schule gegangen. Ich bin zur Schule gegangen. Haben die Lehrer nichts gemerkt, dass du so verängstigt warst? Und Nein. In der Zeit hat man... Kind. Und ich war immer ruhig. Mhm. Und ich war schon immer ein ruhiges Kind. Nur ganz früher muss ich wohl ein Wildfang gewesen sein. Das ist aber, das habe ich später erst erfahren. Gab es denn dann in der Zeit irgendeinen Menschen, wo du mal dein Herz anlehnen konntest? Nein, eben nicht. Eine Oma, eine Patentante, niemand? Nein. Du warst ganz alleine mit deinem Bruder? Leuten, mit allen Leuten gemacht. Das ging dann bis zum 19. Lebensjahr, sagst du? Ja. Bist du dann rausgegangen aus der... Mein Bruder ist von zu Hause abgehauen, weil er volljährig war, ist abgehauen und ist direkt zur Polizei und zum Jugendamt und hat gesagt, ich bin abgehauen und wenn sie meine Schwester da jetzt nicht rausholen, dann schlägt mein Vater sie tot. Ja. Und dann ist die Polizei direkt gekommen. Ja. Und also das Jugendamt war auch schon mal bei uns und es hat auch mal Menschen gegeben, die uns als Pflegekinder nehmen wollten. Mhm. Und das, wo wir auch gut Freunde mit den Menschen waren. Ja. Und die haben dann, da war mein Vater beim Jugendamt, hat geweint und geweint und geweint, dass man ihm die Kinder wegnehmen will und dass uns doch gar nichts tut und dass es uns doch gut geht. Wir haben ja auch nichts gesagt. Und dann durften wir da nicht mehr hin und damit hatte sich die Sache erledigt. Aber dann, als dein Bruder gesagt hat, holt sie raus, da hat man dich rausgeholt. Da hat man mich rausgeholt. Was ist dann aus deinem Vater geworden? Mein Vater ist mehr und mehr... verwahrlost und ist dann eines Tages in die Psychiatrie gekommen. Wurde er angeklagt? Ja, er hat dann auch noch anderen Blödsinn gemacht. Wurde er auch wegen
des sexuellen Missbrauchs angeklagt? Nee, und zwar war das so, dass mein Vater, ich wollte nie mehr nach Hause. Und damals war das so, das war das katholische Aachen. Mhm. Und es war so, dass ich gefragt worden bin, ist das passiert? Ich sage, ja, das ist passiert. Wollen Sie Ihren Vater anklagen? Wenn Sie ihn nicht anklagen wollen, dann können Sie vom Zeugenverweigerungsgericht Recht Gebrauch machen. Mhm. Ich sage, kommt mein Vater dann auch nicht ins Gefängnis? Nein, dann kommt er nicht ins Gefängnis. Und da habe ich gesagt, ja, dann will ich das machen. Also da kann ich mich noch wie heute dran erinnern. Also du wolltest nicht, dass der Vater ins Gefängnis kommt? Ja. Mhm. Das war auch was, was er mir von vornherein gesagt hat, als das erste Mal das passiert ist. Bereust du das heute? Ja, ich glaube, nein, ich glaube nicht. Mhm. Weil ich glaube, ich hätte mit dieser Schuld auch nicht leben können, dass mein Vater im Gefängnis ist. Das ist ja Wahnsinn, ne? Er hat die Schuld, weil er dir das angetan hat. Ja. Und du denkst, du hättest Schuld, wenn du ihn ins Gefängnis bringst. Das war mein ganzes Leben lang so, dass ich immer dachte, ist auch heute noch so, wenn irgendwas passiert, suche ich immer erst bei mir die Schuld, egal was ist. Das hört man so viel von Menschen, die so das erlebt haben wie du. Dass sie immer selbst die Schuld suchen und das auf sich beziehen. Ja. Dein Vater ist dann verwahrlost und was heißt das? Ist auf der Straße gelandet oder? Ja. Obwohl wir ein großes Mehrfamilienhaus haben. Ja. Und ist gestorben? Großes Miethaus. Ist bald gestorben dann? Nein, ist in einer Psychiatrie, in einem psychiatrischen Pflegeheim gestorben. Hast du dann noch Kontakt zu ihm gehabt? Einmal sollte ich zu einem Gerichtstermin kommen, weil er entkündigt werden musste. Mhm. Und da sollte ich zu einem Gerichtstermin kommen. Und dann habe ich dem vorher geschrieben, dass ich nicht, auf gar keinen Fall, meinem Vater dort begegnen will. Mhm. Ich hatte fürchterliche Angst davor. Mhm. Ich kann heute noch nicht in die Straße gehen, wo wir gewohnt haben. Ich kann auch nicht zu dem Haus gehen. Und dann habe ich das gesagt und ich komme dahin und sofort sehe ich meinen Vater. Und dann bin ich in das nächste Büro gegangen und habe denen gesagt, und bevor mein Vater nicht weg ist, werde ich diesen Raum hier nicht mehr verlassen. Mhm. Und dann bin ich dann irgendwann eine Aussage geholt worden und dann musste ich ihn auch nicht mehr sehen. Als er dann verstorben ist, da hast du eine Nachricht bekommen. Ja, mein Vater hatte eine Betreuung und ich bin benachrichtigt worden und es war so, dass ich auch zur Beerdigung gegangen bin. Naja. Was war das für ein Gefühl für dich, als er tot war? Das war ganz schrecklich. Warum? Aber wissen Sie, ich habe bis dahin ja gewusst, mein Vater ist auch ein ganz schwer kranker Mensch. Mhm. Und ich habe als Einzige es geschafft, ein Gebet obwohl mein Vater gar nicht religiös war, Gebet am Grab zu sprechen. Heißt das, dass du ihm vergeben hast? Vergeben habe ich ihn nicht. Ich glaube, vergeben konnte ich ihm nicht, aber ich konnte vielleicht ein bisschen verstehen, weil ich selber später auch mit Psychologie mich beschäftigt habe, wie gesagt, Heilpädagogin geworden bin. Ach so. Mhm. Ich konnte verstehen, dass ganz, ganz, ganz kranke Menschen, die so ganz, ganz krank sind, dass die einfach Dinge machen, die sie überhaupt nicht... Finde ich auch sehr großherzig, das so zu sehen. Eigentlich hätte ich es auch erwartet, dass du voller Hass bist auf diesen Mann, weil er dir deine Kindheit und Jugend zerstört hat. Nee, kann ich nicht. Mhm. Ich kann aber, glaube ich, überhaupt nicht gut hassen. Ich kann auch nicht lange nachtragend sein. Gisela, meine Sendung ist gleich vorbei. Ich würde aber gerne noch von dir erfahren. Du bist heute eine Frau von 62 Jahren. Ja, ich bin Frührente. Wie hast du dann gelebt? Hast du eine Familie gegründet? Hast du geheiratet? Nein, Familie gründen konnte ich nicht, weil ich keine Kinder haben konnte. Aber ich war verheiratet. Mhm. Und ich hatte dann leider das Pech, einen Mann zu bekommen, der unheimlich sensibel war, eigentlich ein ganz lieber Mann, aber der später ein Alkoholproblem bekommen hat. Ja. Konntest du keine Kinder bekommen aufgrund des Missbrauchs? Das weiß eigentlich niemand so ganz genau. Es war aber höchstwahrscheinlich auch so, dass ich Endometriosen hatte. Ich bin dann musste auch später operiert worden werden. Und da gab es dann auch ganz, ganz verschiedene Aussagen, von denen ich niemals wusste, was es wirklich war. Als du damals so in dieser Leidensphase warst, hast du doch wahrscheinlich ganz, ganz oft an deine Mama gedacht, ne? Wenn die Mama doch da wäre. Das war das Einzige, was mir geholfen hat. Ich bin ein sehr religiöser Mensch gewesen. Mhm. Ich habe immer gebetet. Mhm. Das hat mir sehr geholfen. Ich bin auch heute noch religiös. Mhm. Nicht so stark, streng religiös, dass ich jeden Tag in die Kirche renne oder irgendwie sowas. Das nicht. Mhm. Aber ich habe einen festen Glauben. Mhm. Und das ist das Einzige, was mir geholfen hat. Das glaube ich. Mein Glaube hat mir geholfen. Ja, das glaube ich. Das ist wirklich was ganz Wichtiges. Ja, das glaube ich. Das möchte ich auch nochmal sagen. Ja. Menschen, die so etwas erlebt haben. Man kann es niemals vergessen.
Es geht nicht weg. Mhm. Weg geht es nicht. Mhm. Aber man kann lernen, irgendwie damit zu leben. Ja. Liebe Gisa, jetzt muss ich mich verabschieden von dir. Ich freue mich sehr, dass du bei mir angerufen hast und dass wir miteinander sprechen können. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke, tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. In der Technik heute Nacht, Thomas Wittig. Morgen offene Themen, Nacht, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen und 1 Festival.